Yeah. From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more. So Leute, ihr kleinen Spastis. Wie ihr seht, ich übernehme hier mal einen kleinen Vlog vom Coolio. In diesem Vlog wird es auch noch die kleine Roomtour von unserem Bild aus stattfinden. Ich beginne den Anfang natürlich in der Eingangshalle von meiner Wohnung. Ihr kennt es zwar schon in- und auswendig, weil mehrere scheiß Vlogs kommen da schon durch. Ja, es hat sich wieder einiges geändert. Wir haben ein Büro bei uns, wie ihr im Livestream vielleicht von Coolio mitbekommen habt. Und ja, dann würde ich sagen, erzähle ich euch mal ein bisschen, was sich so geändert hat. Ja, wir haben sogar eine Katze. Ja, wir haben eine herzige Katze. Ja, ich habe mir eine Katze zugelegt. Ja, was ihr vielleicht mitbekommen habt im Stream von Coolio, ich war dann noch mit meiner Freundin zusammen. Das ist jetzt leider auch Geschichte. Es hat einfach nicht gepasst, kann man so sagen. Die Katze gehört gleich mir, die behalte ich natürlich. Also, komm her, du Katze. Ja, da würde ich sagen, gehen wir nachher mal hoch zu ihnen und machen die kleine Roomtour von dem kleinen Büro. So. Eingangsbereich hat sich nicht verändert. Hier ist der neue Kratzbaum von unserer Katze. Dann würde ich sagen. Autsch! Rex Katze! So. Da ist der Schlafplatz von den zwei Opfers. Schnauze! Halt's Maul! Da kommt man hoch. Da kann man irgendwas machen. Hier kann man hinsetzen. Da arbeitet Zander noch fleißig. Ist noch fleißig beschäftigt. Coolio sitzt nebendran, schneidet noch seine Videos zu Ende. Lädt die ersten schon hoch. Also das erste ist, glaube ich, schon hochgeladen. Das erste ist schon hochgeladen. Auf bei Coolio. Wird schlussendlich eh wieder verlinkt. Och ja. Gott, jetzt ist die Katze auch noch hier oben. Nein, oder? Oh, schon wieder dieses blöde Viech! Nein! Ja, die Katze ist jetzt immer mal wieder hier oben. Rocket, schick mir eine neue Tastatur, ich hab sie glaub kaputt natürlich gemacht. So wie man Sandro kennt. Was? Was so wie man ihn kennt? Wegen dem. Alter, nicht mal sowas kannst du weg. Ja. Ein Abonnent. Ja, ist neu. Hier, das könnt ihr schreiben, folgen. Das ist ja immer noch das Gleiche. Ja. Wieso auch ein neues? Und da seht ihr auch die erste Folge von Village. Village 5. Staffel 5, Leute. Hat schon wieder eine Bildung. Geht los. Damals hier war ich leider nicht dabei. In der 1.14 ist die jetzt. Dafür ist Sandro dabei. Das wird extrem spannend. Schau euch das echt an. Der hat. Also, ich gehe jetzt schon mal davon aus, dass ihr es eh im Stream schon mitbekommen habt. Twitch.tv/Coolio. Der beste Twitch-Kanal. Nicht. Nein. Können wir auch auf Twitch reinsammeln. Ne? Oh, die haben schon wieder was neu gemacht. Dein Gesicht Alter, kann können mir jetzt die auch etwas mal beim Alten lassen oder muss Twitch immer direkt alles wieder neu machen? Mann, ich eröffne noch Cheater in meinem Leben. Wo ist gerade Cheater Team? Cheater Team? Ja, könnt ihr auch mal schauen. Der spielt gerade. Wie ist das Game schon wieder? Ich hab keine Ahnung. Planet Coaster. Ich hab das schon so lange nicht mehr gesehen. Ja, hier sind noch ein paar Stream-Ausschnitte. Jo. Alles Village 5. Village 5 von Anfang an. Weil das Ende ist sogar Village 5, das ist da rennt die Katze mal wieder rum. Ach, die ist da drüben, Alter. Das nächste Loch? Pack die mal. Ja, das ist jetzt. Die mal, ich weiß, im raus. Nächsten Loch. Das ist jetzt ganz dort hinten Ecken im Loch. Kollege geht die Katze suchen. Ich glaube mal seinen Platz. In welchem Loch? Ganz hinten. Vom Dachschock runtergefallen. Also wenn sie da runtergefallen ist, ist das nicht mehr mein Problem. Kommt mal wieder vor. Ah, okay. Dankeschön.
Ein Nicht-Rocket-Headset, egal. Leute, falls ihr noch mehr Infos wollt zu unserem neuen Hauptding. Oh. Oh. Hier ist die Crew aufgelistet. Das ist übrigens unsere Katze, das kannst du jetzt hier mal zeigen. So, hier seht ihr noch die Infos. Der jetzt, ist unsere Hauskatze, ist chill. So, Sandro kennt ihr noch, den sowieso. Unsere Werkstatt, da werden noch Bilder eingefügt, das ist noch recht neu. Adresse könnt ihr sowieso sehen, die seht ihr in unserem. Kann mal vorbeikommen, wenn ihr wollt. Hier ist unser Hauptsponsor. Also Sponsor. Partner, oh Gott. Partner, bitte YouTube. Hier könnt ihr noch etwas über uns lesen und dann gibt es noch unseren Shop, da gibt es neue Merch-Stuff. Also, es gibt meine alten Merch-Dinge, da gibt es auch wieder den Premium-Merch, der ist ab jetzt nur noch für einen Monat online und den neuen Beat Rider Crew Premium-Merch, der ist auch nur noch einen Monat online. Und hier unser Hauptlogo, was inzwischen auch schon wieder bearbeitet wird. Wir behalten nie lange Logos, dank dem Dude nebenan, weil er immer wieder Fehler findet und er hasst das so sehr. Ja, hier gibt es alles, so ziemlich alles, sogar Totenbeutel. Ich muss mir irgendwann mal einen Scheiß von dir bestellen. Es gibt sogar, das hat extra hinzugefügt. Ich muss kurz suchen. Was ist meine Kette? Ich hab's in Mützen. Hier gibt's noch nicht. Ich hab's noch nicht aufgestellt. Sekunde. Ich nehme eine Mütze. Ja, eben, eine Mütze. Ich suche gerade. Es gibt nur die Mützen. Ich muss da noch was hinzufügen. Eigentlich gibt's noch Mützen. Neu im Shop, da habe ich mit denen geredet, damit das funktioniert. Handyhüllen. Es sind noch nicht alle da. Es gibt noch ältere. Für die Leute, die sich halt nicht immer gerade ein neues Handy kaufen können, verstehe ich. Für iPhone, Samsung und ältere iPhone. Alle mit dem Brand drauf. Das ist nur testweise, deswegen gibt es hier noch ein Logo. Aber eigentlich sollten alle 3, 4, 5, 6 Logos da rein sein. Wenn dieses Video wahrscheinlich online ist, sind wahrscheinlich schon die Merch-Dinge von MC noch drüben. Weil seine Designs sind auch hier drin. Wir haben jetzt alles zu einem Shop gemacht und teilen die Einnahmen so oder so. Ihr könnt mit diesen Dingen zahlen und so weiter und so fort. Findet ihr alles auf unserer Webseite, müsst ihr nicht groß suchen. Ja. Dann gehen wir mal hier wieder auf die Hauptseite. Und ihr kriegt halt sonst noch alle Infos. Der Daily Deal von MofaCall, der muss noch hinzugefügt werden. Ja. Büro sind wir jetzt gerade hier. Aya hat ja schon was dazu erzählt. Das wird aber noch umgebaut. Seid gespannt darauf. Das ist mein Kaktus, den habe ich Ali genannt. Ja, jetzt ist meine Kamera gestochen worden. Ja. Wo ist dein Hintergrund hin? Den hier? Wo ist dein Hintergrund hin? Mit Hintergrund. Seit wann benutzt du den Standard? So weit. Hier sind wir jetzt auch angekommen. Ist immer noch eigentlich genau gleich groß. Nein. Groß. Gleich groß, ja. Mehr nicht. Hier ist ein, sagen wir mal so, selbstgebastelten Werkbank von Julia. Ah, das ist nicht die Stange, die wir auch. Ich glaub's. Ah, okay, ich wollte nicht vorwerfen. Aber wir müssen jetzt richtig reden. Das ist der rote Motor von Julia. Das wird der Originalmotor für das zweite Projekt. Das habt ihr in einem, also das seht ihr in einem anderen Video dann ausführlich. Der wurde komplett neu aufgebaut. Klingt jetzt halt nur komisch, weil auf der anderen Seite noch nichts ist, ne? Hier sind halt die alten Teile. Das ist mein normaler Motor. Der normale Satz hier. Ist der festgeschraubt? Nein, wollte ich schon sagen. Alter, geh mal runter hier. Hier mit dem originalen Kolben normalerweise. Das war von meinem Originalmotor, genauso wie der Motor, genauso wie der... Nein, der Auspuff ist nicht original. Ja, dann haben wir hier Colossus. Das ist etwas Neues. Geil. Man kann mich wahrscheinlich in den Spiegel sehen. Nee. Egal. Ich habe nicht mal den Kopf oben drauf. Colossus gehört seiner Schwester. Ich würde mir so einen Scheiß hinkaufen. Gemeinschaftsfahrer. Hinten dran haben wir von einem Mitbewohner das Mofa. Von Dragon. Altbekannte Jellybean. Mit Getriebeschaden. Dann haben wir hier ehemaliger Mr. Kunterbund. Wild abgeschliffen. Den Namen verrate ich noch nicht. Wieso haben wir mich gesehen? Nein, aber nicht. Wieso haben wir dich nicht sehen? Nicht, dass man dich dann plötzlich sieht, wenn man dahin sieht. Hier wird halt alles abgeschliffen, das bekommt die Farbe glänzschwarz. Also eigentlich genau die gleiche Farbe wie meine Fellen. Komm hier aus, Alter.
Nur weil ich fahre wie meine Felgen. Die wurden auch frisch poliert, bis der Regen kam am nächsten Tag. Und dieses Rot werden die Felgen. Schönes Glanzrot. Wir haben unsere Anlage. Mit der haben wir Musik, damit ihr auch nicht einschlafen. Unfallbleche. Ich weiß nicht, ob ich das schon im Video thematisiert habe, ich glaube nicht, aber ich hatte vor ungefähr gut einem Jahr einen Unfall, da wurde mir der Vortritt genommen. Dazu ein Video noch. Ich weiß nicht, ob ich das hochgeladen habe, ich sag's jetzt einfach nochmal. Ich glaub's. Hatte ich einen Unfall, mir wurde der Vortritt genommen. Im Mofa ist er ziemlich komplett zerscheppert, aber naja. Wir haben es wieder aufgebaut. Die Versicherung hat gut geleistet. Läuft aber immer mal wieder nicht. Ja, das Getriebe macht bei den hohen Drehzahlen. Immer cool, du kennst. Also der erste Halbzylinder war der erste Rennsatz, den ich hatte. Und dann habe ich einen Klemmer gehabt. Dann habe ich den Swing-Ersaal geholt. Dann habe ich nebendran eine Zündung von Swing. Unten dran Bremsbacken und in der Mitte eine Kurbelwelle. Die Kurbelwelle ist halb. Die ist verbaut in meinem Jellybean. Und die liegt sonst noch alles irgendwie rum? Hier liegen noch Motoren von 125 Kubik bis 1000? Nein, keine Ahnung. Dann sind hier die alten Felgen, die kennt ihr vielleicht noch von Jellybean. Dann haben wir hier noch zwei Felgen, die kommen auf Mr. Kunterbund, ex-Mr. Kunterbund. Ich darf den Namen noch nicht sagen, den neuen. Ja. Ist recht groß und recht groß und kannst nochmal alles zeigen. Alpha Industries. Ja. Klein und schlicht gehalten. Mal schauen, wie lange wir noch hier drin sind. Vielleicht gibt es bald eine neue Werkstatt. Zu sein, ich noch nicht. Das haben wir wahrscheinlich sehr gesehen. Nee. Brauchst du den Laptop noch einzustellen? Ja. Oder machst du auch deinen Laptop? Ja, das geht so noch. Ja, mein Laptop ist auch ja. Eigentlich momentan so die Fahrzeugsituation. Leider ist er komisch. Ihr kennt aus den alten Videos vielleicht oder aus Bildern die 125 25 Kubik. Es war ein Kollege von uns, der leider uns verlassen musste. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Ist schade. Musste so kommen, wie es kommen muss. Trotzdem sage ich, ich danke ihm für die schöne Zeit, falls du dieses Video siehst. Du weißt, du fühlst dich angesprochen. Ich danke dir trotzdem für die schöne Zeit, war richtig geil. Ja, aber alles Schöne hat man im Sinne. So, das war der aktuelle Stand der Dinge. Jo, dann würde ich sagen, beenden wir hier an dieser Stelle auch das Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ein bisschen chaotisch. Aber es waren viele Informationen. Ich hoffe, ihr habt alles mitbekommen, falls ihr sonst noch irgendwie eine Frage oder so habt. Es hängt immer noch. Das wurde aufgehangen, als ich mein Mofa gebaut habe und es hängt immer noch. Das ist jetzt schon fast 2 Jahre her. Also eben, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Falls ihr noch sonst irgendwie weitere Informationen oder so wollt, schreibt es in die Kommentare. Coolio wird euch natürlich gerne antworten. Den Kanal bei Coolio findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr seid jetzt gerade auf meinem Hauptkanal. Verlinkt mit ihr alles. Verlinkt mit ihr alles. So wie man dich kennt. Tausende von links. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao Leute. Ciao. Proud of what you had to kill to get your thrill. Well, I bet it stings to give up everything.